Mein Name ist Alexander Lasch und ich bin Linguist an der Technischen Universität Dresden und ich darf Ihnen heute einen Use Case präsentieren für zwei Werkzeuge, die unter dem Dach von ClaringD liegen, nämlich einmal das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache und das deutsche Textarchiv. Und meine Frage wird sein, wie ich mit diesen Ressourcen sprachgebrauchsbasierte Analysen durchführen kann, um eine konstruktionsgrammatische Beschreibung der Grammatik des Deutschen zu erreichen. Ich werde mich im Wesentlichen auf einige Beispiele konzentrieren und kann natürlich nicht alles zeigen, hoffe aber, dass ich so viel illustrieren kann, dass Ihnen der Nutzen dieser Tools und dieser Ressourcen ersichtlich wird. Beginnen möchte ich mit zwei Leitfragen, nämlich erstens derjenigen danach, ob man mittels eines konstruktionsgrammatischen Ansatzes Sprachgebrauch gegenstandsadäquat beschreiben kann. Und zum Zweiten damit unmittelbar verbunden die Frage, inwieweit maschinelle Analysen des Sprachgebrauchs dazu dienen können, um den konstruktionsgrammatischen Ansatz oder den sprachgebrauchsbasierten konstruktionsgrammatischen Ansatz zu plausibilisieren. In der Tat profitieren sowohl die Grammatik des Deutschen als auch die Konstruktionsgrammatik als ein besonderer theoretischer Zugang unter spezifischen kognitionslinguistischen Prämissen beiderseits von einem sprachgebrauchsbasierten Zugang, der uns im Wesentlichen, um das gleich anzudeuten, vor die Herausforderung stellt, dass wir zugleich die Diskussion darüber führen, was für uns ein Muster, als ein Pattern, ein Schema oder eine Konstruktion sei. Im Moment geht die Tendenz dahin, dass wir aus maschinellen Analysen eine Muster ermitteln, das heißt Muster beschreiben, die möglicherweise zu Schemata abstrahieren und daraus Konstruktionen postulieren, mit dem Anspruch, aus dem Sprachgebrauch das Sprachwissen zu rekonstruieren, das einzelne Nutzer zur Produktion von sprachlichen Strukturen verwenden. An Ressourcen möchte ich nutzen und ganz kurz vorstellen, das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Hier nicht umsonst unter drei unterschiedlichen URLs. Die URL dwds.de dürfte die bekannteste sein. Nichtsdestotrotz möchte ich auf die Vorgänge oder Alternativen hinweisen, nämlich 1dwds.de und retrodwds.de, mit denen ich sehr gerne arbeite, aus verschiedenen Gründen. Im Hinblick auf die Qualität des Exports von Daten. Meine Habilitationsschrift zu den non-adjektiven Konstruktionen zum Beispiel habe ich komplett mit dem Retro-DWDS realisiert. Für andere Projekte benutze ich mittlerweile auch andere Plattformen. Hier würde die Zeit aber nicht ausreichen, um die Vor- und Nachteile des Ganzen zu beleuchten. Gerne können Sie mich aber diesbezüglich kontaktieren. Zum Zweiten das Deutsche Textarchiv. Kurz DTA, hiermit angegeben mit der eigenen URL. Ich möchte aber gleich darauf hinweisen, dass alle Ressourcen des Deutschen Textarchivs ebenfalls unter dem Dach des DWDS zu erreichen sind und als separates Korpus angesteuert werden können. Die Unterschiede halten sich, um ehrlich zu sein, in Grenzen, auch wenn natürlich auf dem Deutschen Textarchiv das Korpus sehr viel besser auskommentiert ist als unter dem Dach des DWDS. Hier wird es tatsächlich nur angesteuert und Sie können hier die Daten abrufen. Ja, was Sie wissen müssen für die Arbeit mit dem DWDS oder dem Deutschen Textarchiv, dass Sie sehr genau die Korpusdaten ansteuern müssen und sich im Vorfeld im Klaren darüber sein, welche sprachlichen Strukturen Sie zu beschreiben suchen. Hier kann ich nur dazu raten, zu experimentieren und unterschiedliche Suchstrings und Settings zu testen, da tatsächlich nicht alle Belege für eine Untersuchung, die für eine Untersuchung in Frage kommen, mit einem erwartbaren Suchstring auffindbar sind. Deswegen habe ich zum Beispiel diese drei Suchstrings Ihnen hier aufgeführt mit dem sogenannten Perfektpartizip als einer Wortart im Mittelpunkt, denn
Das wissen Sie aus anderen grammatischen Diskussionen, ist es so, dass das Perfektpartizip durchaus als Adjektiv in Erscheinung treten kann. Und dann haben wir hier zum Beispiel schon mal eine Doppelannotation oder eine divergierende Annotation zwischen Perfektpartizip und Adjektiv, sodass Sie tatsächlich beide Wortklassen abfragen müssen, um alle Perfektpartizipien zu erfassen. Die drei Substrings stellen also dann dementsprechend auch unterschiedliche Ergebnisse zur Verfügung. Für die erste Annäherung an ein Phänomen würde ich tatsächlich den ersten Substring empfehlen. Hier wird ein Bereich abgesucht nach dem Auftreten von Erscheinen als Verb, einem Perfektpartizip als Wortart und zum dritten der Bereich hat einen Umfang von 10 Einheiten. Nicht berücksichtigt werden dabei Spezifika wie Satzzeichen in diesem Fall und ob zum Beispiel erscheinen und das Perfektpartizip in einem satzwertigen Ausdruck erscheinen. Für Abfragen wie diese empfehle ich spezifischere Abfragen, wie zum Beispiel die Strings 2 und 3. String 2 ist tatsächlich für die Abfrage für die Verb-Zweitstellung im Hauptsatz gedacht, also eine spezifische Form von Erscheinen hier in der zweiten Person Singular, dritte Person Singular Präsens beziehungsweise zweite Person Plural Präsens. Im Wortabstand von 10 zu einem Perfektpartizip ausgeschlossen sind das Komma als Satzzeichen und das zu für den erweiterten Infinitiv, der nicht aufgenommen sein soll. Der dritte Suchstring fragt nach der Wortreihenfolge Perfektpartizip im Wortabstand von 0 zu erscheint, also wieder der dritten Person Singular Präsens beziehungsweise der zweiten Person Plural Präsens in Verbletztstellung im Nebensatz. Ohne dass das Element zu für den erweiterten Infinitiv mit auftritt. Wenn man damit die Corpora angeht, dann kann man sowohl beim DWDS als auch beim Deutschen Textarchiv sich tabstop getrennte Werte, also TSV, Dokumente ausgeben lassen, die relativ einfach in eine Tabellenkalkulation integriert werden können. Sie sehen das hier am Beispiel mit Erscheinen, also den Fall, den ich gerade diskutiert habe. Und da das relativ klein hier auf diesem Screen erscheint, würde ich Sie ganz gerne auf den vollständigen Datensatz, den ich für meine Habil 2016 verwendet habe, hinweisen. Der ist frei verfügbar auf einem Google Drive einzusehen. Das bringt uns zum nächsten Punkt, weshalb ich sehr gern mit den Ressourcen beim DWDS arbeite und beim Deutschen Textarchiv. Mir ist es sehr wichtig, dass die Ergebnisse, die in der Community hervorgebracht werden können, erstens sichtbar sind und zweitens direkt anschlussfähig. Das soll heißen, dass wenn Sie einen spezifischen Korpusumfang wählen, und ein spezifisches Korpus wählen, mit einer spezifischen Suchanfrage und einem spezifischen Suchstring arbeiten, dann sind diese Ergebnisse, die Sie erzielen, für andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unmittelbar nachvollziehbar. Darauf wird aus meiner Sicht zu wenig geachtet in der Community. Und es ist auch so, dass ich es sehr schade finde, dass ein Großteil der Community seine Daten nicht öffentlich verfügbar macht. Daran darf sich einiges ändern und das DWDS bzw. das Deutsche Textarchiv stellt dafür eine sehr gute Umgebung zur Verfügung. Wenn Sie also die Belege extrahiert haben und sich mit Tabellenkalkulation einigermaßen auskennen, dann ist es so, dass Sie die Ergebnisse auch halbautomatisch zählen lassen können. Das zeige ich Ihnen hier. Detaillierte Suchstrings mit den unterschiedlichen Erscheinungsformen für das Verb erscheinen. Zunächst hier im Präsens, Präteritum und dann zusammengesetzte Tempusformen, ist erschienen, sind erschienen und so weiter. Mit den jeweiligen Belegdaten für Perfektpartizip und Adjektiv. Und Sie sehen schon, dass die dritte Person Singular Präsens bzw. die zweite Person im Plural, die Belege fallen aber tatsächlich marginal aus und fallen hier zusammen, weil die Suchroutine identisch ist. Aber Sie sehen, dass die Abfrage beider Wortarten
Perfekt, Partizip und Adjektiv dringend notwendig ist, um alle Ergebnisse aus dem Korpus herauszuziehen. Sollten Sie eine Arbeit mit dem DWDS oder dem Deutschen Textarchiv vorhaben, planen, dann müssen Sie zwingend auf solche Details achten, denn sonst sind die Ergebnisse, die Sie erzielen können, aus den Corpora fragwürdig und bilden tatsächlich die Muster, die Sie versuchen zu rekonstruieren, nur zum Teil ab. Sie können also diese Belege zählen und auswerten, hier nach Wortarten, Klassen und Verbformen. Eine zweite Möglichkeit ist es hier für die Arbeit mit dem DWDS, mit dem Kernkorpus 20 beim DWDS, dass Sie unterschiedliche Auftretensformen nach Dekaden zählen. Hier ist es allerdings wichtig zu wissen, dass, dass die unterschiedlichen Dekaden beim DWDS höchst unterschiedlich gewichtet sind und diese Gewichtungen müssen Sie durch Interpolation herausrechnen, indem Sie das Korpus normalisieren. Das sind normale statistische Prozesse, die aber dringend angeraten seien, damit diese Ergebnisse nicht so verzerren. Sie sehen hier die absoluten Belegzahlen noch ohne statistische Bereinigung. Das nächste, was ich Ihnen zeigen kann, ist, dass natürlich, wenn Sie die Suchstrings detailliert gestalten, auch Verb-Letzt- und Verb-Zweitstellung sauber differenzieren können. Sie sehen hier zum Beispiel an der Form erschien, also dem Präteritum, dass diese sehr viel stärker in den Nebensatzstrukturen, also mit Verb-Letzt-Stellung favorisiert wird. Da wäre dann zum Beispiel zu erklären, weshalb das so ist und welche Rückschlüsse wir daraus auf die Konstruktionsbedeutung ziehen können. Eine weitere Differenzierungsmöglichkeit sehen Sie hier, das heißt die einzelnen Erscheinungsformen des Verbs in den unterschiedlichen Kommunikationsdomänen, ebenfalls im Kernkorpus, Kern-20-Korpus beim DWDS. Die Abkürzungen stehen hier für Belletristik, Gebrauchsliteratur, Zeitungstexte und wissenschaftliche Texte. Die Differenzierung ist grob, das ist klar, aber es lassen sich trotzdem Rückschlüsse ziehen auf den Gebrauch von bestimmten Formen oder Erscheinungsformen dieser Konstruktion, also ihren Konstrukten in spezifischen Kommunikationsdomänen. Und Sie sehen hier, das erscheint mit sowohl Perfektpartizip als auch Adjektiv in wissenschaftssprachlichen Texten deutlich dominiert. Und damit hätten wir schon einen Hinweis darauf, wo die Konstruktion im Wesentlichen im Sprachgebrauch verwendet wird und wo sich bestimmte Textstile in Kommunikation durchsetzen und Aussagen über den Sprachgebrauch machen lassen. Das ist dann der letzte Schritt, indem man zum Beispiel fragt, welche qualitative oder welche Perfektpartizipien bzw. Adjektive können zusammen mit Erscheinen auftreten. Welche sind besonders häufig? Ich habe Ihnen hier einmal die herausgezogen, die besonders häufig in wissenschaftlichen Texten mit Erscheinen gemeinsam auftreten. Sie sehen hier, das sind gesichert, also es erscheint gesichert, es erscheint selbstverständlich, XY erscheint verbunden. XY erscheinen zweckmäßig, die mit Erscheinen und qualitativ in wissenschaftlichen Texten auftreten. In Zeitungstexten, das ist die nächste Übersicht, sieht das Ganze etwas anders aus. Da haben wir zum Beispiel Kombinationen aus, es erscheint ausgeschlossen, es erscheint notwendig und so weiter. Sie sehen die Liste. Das, was hier noch nicht geleistet ist, ist tatsächlich eine statistische Überprüfung, inwieweit bestimmte Auftretensformen von ausgeschlossen spezifisch auf das gemeinsame Auftreten mit Erscheinen oder anderen Verben, die in die Konstruktion der Askription eingebettet sein können, wie statistisch signifikant das gemeinsame Auftreten in diesen Konstruktionen oder Konstrukten ist. Zu den Ergebnissen. Was können wir also mit einer solchen ersten Annäherung über die maschinelle Analyse, über das DWDS und DTA erreichen? Zunächst erstmal können wir die Belegvorkommen genau beschreiben unter der Berücksichtigung der Spezifika der jeweiligen Corpora und ihrer Schichtung. Wir können prototypische Strukturen für spezifische Kommunikationsdomänen beschreiben und ermitteln und können also auch Aussagen darüber treffen, in welchen dieser Kommunikationsdomänen besondere Konstrukte hochfrequent erscheinen im Vergleich zu anderen und das erlaubt uns wiederum Aussagen über die Konstruktionsbedeutung. Wir können grammatische Strukturen, das ist ebenfalls eine Prämisse der sprachgebrauchsbasierten Konstruktionsgrammatik,
aus dem Sprachgebrauch heraus beschreiben und vor allen Dingen können neue Kategorisierungen vorantreiben. Das heißt schlussendlich im Umkehrschluss aber auch, dass wir den konstruktionsgrammatischen Ansatz am Sprachgebrauch prüfen können. Das heißt, treten wir denn vor sprachliche Erscheinungen, die sich konstruktionsgrammatisch nicht beleuchten lassen. Und dieses Wechselverhältnis, diese Wechselbeziehung ist höchst fruchtbar und dürfte die Diskussion in den nächsten Jahren noch massiv vorantreiben. Das soll es zunächst erstmal einmal gewesen sein, mit dem Hinweis auf die Publikationen, die Ergebnisse eingeflossen sind. Hier zum Beispiel ein kurzes Schaubild, das müssen Sie bitte nicht erschließen, über die sogenannten non-akkreditiven Konstruktionen des Deutschen. Das heißt, es sind passivähnliche Strukturen, die genau auf diesem Datensatz aufgebaut worden sind, habe ich verwendet für meine Studie non-akkreditive Konstruktion des Deutschen von 2016. Nicht gelöst sind im Moment folgende Probleme, dass der Reflexivität, dass der Negation, dass von analytischen Modalkonstruktionen und analytischen Tempuskonstruktionen. Hier ist im Wesentlichen noch weiterzuarbeiten und an diesem Fall anzuschließen. Das würde ich auch sehr gern tun mit den Ressourcen, die das DWDS und das Deutsche Textarchiv zur Verfügung stellen. Und ganz kurz ausblickend auf die Publikationen, die Ergebnisse bereits eingeflossen sind, die genau nach diesem Muster arbeiten. Das sind zunächst erstmal die jüngeren Arbeiten jetzt, unter anderem gemeinsam mit Alexander Ziem zu den konstruktionsgrammatischen Zugängen zu narrativen Texten. Und der etwas umfassendere Beitrag zu den Konstruktionen als basisnarrativer Routine, der kürzlich in der ZGL erschienen ist. Die non-agentiven Konstruktionen des Deutschen, das ist meine Habilschrift zu den passiven Strukturen des Deutschen und zum Schluss noch ein Hinweis auf den Zusammenhang zwischen Valenz- und Konstruktionsgrammatik am Beispiel des Verbenpassivs ebenfalls mit Datenmaterial, das auf diese Art und Weise, wie ich es Ihnen gerade vorgeführt habe, zustande gekommen ist. Ich hoffe, damit konnte ich einen kurzen Ausblick geben oder einen kurzen Eindruck geben auf zwei für mich zentrale Tools unter dem Dach von Claring.de. Bin gespannt auf die Weiterentwicklung und werde vielleicht bei Gelegenheit noch einmal tiefer in die Frage der statistischen Auswertung des so gewonnenen Datenmaterials blicken.